Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den 24-Stunden-Lieferantenwechsel. Ein Thema, was wir ja schon mal angesprochen haben, weil es im Energiewirtschaftsgesetz ja mittlerweile verankert wurde, dass wir ab 2026 den 24-stündigen Lieferantenwechsel, also die technische Umsetzung eines Lieferantenwechsels zwischen mehreren Marktpartnern innerhalb von 24 Stunden an Werktagen umsetzen wollen. Wie gesagt, das muss ja 2026 kommen. Dementsprechend müssen wir vorher das Ganze natürlich in unseren Marktregeln widerspiegeln. Insbesondere die GPKI ist da natürlich ganz besonders betroffen, weil wir dort den Lieferantenwechsel finden, die Kündigung, Lieferbeginn, Lieferende und so weiter. Und tatsächlich ist nun am 21.03., also gestern, die Veröffentlichung gekommen. Wir haben bei der Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur eine Festlegung. Wir kennen das Ganze schon als Konsultationsverfahren. Das lief über zwei Runden bereits und nun ist es beschlossen worden. Wir haben den Beschluss selbst, wir gucken gleich rein und dann haben wir hier GPKI und WIM in mehreren Teilen. Dazu kommen wir gleich, warum das so ist. Ich habe es aber auch schon mal angesprochen in einem früheren Video dazu. Erstmal nicht irritieren lassen, dass wir hier Teil 1 und Teil 3 doppelt haben. Das liegt daran, dass die vorher schon mal, auch hier unten Teil 1 und 2, dass die schon mal als Entwürfe veröffentlicht waren. Und hier der Änderungsmodus praktisch die Änderung von Entwurf zu nun finaler Fassung beinhaltet. Wer das erste Mal reinschauen will, der geht einfach auf die Lesefassungen. Ne? Und Teil 2 und Teil 4, das ist dann jeweils die Lesefassung. Und der Beschluss muss zum 1. April 2025 umgesetzt werden. Das heißt, wir werden GBKI und WIM für dann April 2025 umgesetzt haben müssen. Das ist so der große Brocken, der als nächstes ansteht, nachdem wir ja nun mit dem Universalbestellprozess, wie wir nun KM23 ein großes Thema hatten. Dann ist AS4 für April 2024, was gnadenlos schief geht. Und nun haben wir zum April 25 unsere große GPKI und WIM-Änderung und auch die MPES wird berührt werden. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Wer sich jetzt damit weiter beschäftigen will, grundsätzlich der Beschluss ist die rechtliche Begründung. Das kann also für jemanden, der das Ganze fachlich auseinandernehmen will, richtig hilfreich sein. Also da gucken wir gleich rein, da ist dann viel Begründungstext. Wer sich wirklich prozessual damit auseinandersetzen will, also wie es dann nachher einfach nur läuft, für den sind dann natürlich diese Teile jeweils wichtig. Und da es ja nun aufgeteilt wird, haben wir über diese Überschriften auch schon so einen kleinen Blick rein, was jeweils interessant sein könnte. Na, Zuordnungsprozesse sind dann eben die Lieferantenwechsel selbst. Und Konfigurationssteuerbefehle sind halt unsere Universalbestellprozessthemen am Smart Meter Gateway. Stammdatenprozesse sind Stammdatenprozesse und so weiter. Aber legen wir mal los mit dem Beschluss selbst. 53 Seiten am Anfang ist das Entscheidende, das hier steht. Es wurde beschlossen, dass die GPKI, damit ist die Anlage 1 gemeint, ne, die Anlage 1 zum Beschluss ist die GPKI selbst, letztes Mal geändert im November 2022, nun aufgesplittet wird. Also bisheriges Kapitel 1 wird dann Teil 1 und das ist die Anlage 1a dieses Beschlusses. Es ist immer ein bisschen kompliziert geschrieben, weil es ja ein rechtliches Dokument ist, aber so könnt ihr das für euch immer aufnehmen. Ne? Das ehemalige Kapitel 2 der GPKI wird dann GPKI Teil 2 und das ist Anlage 1b. Und da haben wir ein bisschen Aufsplittung. Ne? Römisch 3, Kapitel 4 und 5 werden GPKI Teil 3, das ist hier 1c. Und die restlichen Römisch 3 werden zur GPKI Teil 4, das ist hier 1d. So, relativ klar. Bei der WIM ähnlich. Ne? Hier haben wir dann Teil 1 ist Anlage 2a, Teil 2 ist Anlage 2b. Und dann, das soll bitte niemanden überraschen, die MPES wird aufgehoben. Die MPES sind ja die Einspeiseprozesse, vor allem die Einspeisewechselprozesse. Das heißt, da ist insbesondere im Wechselprozess selbst das gleiche wie in der GPKI zu finden, nur dass praktisch nicht die Verbrauchsseite, sondern die Einspeiseseite betrachtet wird. Das ist also eigentlich dasselbe. Mindestens das Gleiche. Und deswegen wird dann auch hier in der Begründung zu lesen sein, naja, wir heben es auf, weil es im Prinzip in der GPKI schon steht und es muss halt nur für die Einspeisung auch genutzt werden. Nur der 100% Zuordnungsprozess für die Einspeisemengen in der Direktvermarktungspflicht gab es ja noch als separaten Prozess. Das ist klar. Aber auch dazu sehen wir dann noch das Ergebnis. Beschluss Punkt 4. Das Ganze ist aber April 25 anzuwenden. Und so ist es nun. Schon der erste Punkt hier in der Begründung ab Seite 3 weist uns ja darauf hin, wir müssen das Ganze machen.
weil wir schon EU-rechtlich ja gezwungen sind, das ab 2026 so durchzuführen. Und das Energiewirtschaftsgesetz ist mittlerweile ja auch in diese Richtung angepasst worden. Wir müssen also in der Lage sein, das dann zu tun. Und diese Festlegung soll das Ganze eben prozessual umsetzen. Das steht hier dann also. Ja, und dann wird es interessant. Ne? Die Erreichung der gesetzlich angeordneten Verkürzung des Wechselprozesses auf nur noch 24 Stunden ist jedoch durch eine einfache Straffung der bisherigen Fristen unter gleichzeitiger struktureller Beibehaltung der Prozessabläufe nicht zu erreichen. Ach, Überraschung. Also, wir sind ja aus einer alten Welt kommend, wo wir, ich bin ja seit 2011 in der Branche, wo wir früher mit vielen, vielen Werktagen in die Zukunft unsere Prozesse geplant und eingereicht haben. Ich meine, ganz früher, als ich angefangen habe, hatten wir gerade sogar auch noch den Fakt, dass Wechselprozesse nur zum Kalendermonat jeweils gemacht werden konnten. Und dann war es schon eine riesige Änderung, dass es praktisch rollierend zu jedem Kalendertag auch gehen würde. Aber eben mit 10 Werktagen Vorlauf und so weiter. Und dann 7 Werktage Vorlauf, wenn es eine Malo gibt. 7 Werktage trotzdem. Jetzt haben wir eine Vorlauffrist, die wir dann sehen. Wir haben eine Marktlokationsidentifizierung, die muss eben stattgefunden haben und dann 24 Stunden zur Umsetzung des Ganzen. Prozessual in den Abrechnungssystemen, in den Marktkommunikationssystemen, Edifrakt und so weiter. Das muss alles gelaufen sein zwischen mehreren Marktrollen innerhalb von 24 Stunden. Das ist in der Theorie natürlich gar kein Problem, aber in der Praxis mit Standardqualitäten, die wir teilweise dann eben auch von Kunden bekommen und mit eben auch der IT-Infrastruktur, die es da gibt bei den Häusern, ist das eine Herausforderung, ganz, ganz klar. Das ist nicht ganz so simpel, wie wir uns das vielleicht jetzt vorstellen würden. Also, schauen wir mal. In diesem Beschlusstext selbst haben wir jetzt erstmal noch so allgemeine Begründungen. Auch hier die Konsultationsteilnehmer, die hier alle angehört wurden, bla, 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 bla. Und dann kommen wir nach den Rechtsgrundlagen selbst zu einer inhaltlichen Erklärung. Hier. Moment, noch nicht ganz. So, Ausgestaltung der Vorgaben im Detail. Also hier dieses Römisch 5. Hier wird dann darauf hingewiesen, was man macht. Es wird nochmal kurz erklärt, warum man das jetzt hier so trennt und wie man das trennt. Und dann wird hier auch schon mal auf die MPES verwiesen. Die MPES vollständig in das GWKE-Dokument integriert. Deswegen die eigentliche MPES aufgehoben. Weil im Ergebnis identisches Sachverhalten. Bla bla bla. Und dann, und das wäre so das vielleicht für euch inhaltlich Interessante, wenn ihr euch also mit Hintergründen beschäftigen wollt, so ab Seite 11 ungefähr hier, ne, ab diesen zweitens Änderungen, kann man sich jetzt durchlesen, warum das alles gemacht wird. Ne? Also hier wird in sehr, sehr viel Prosa-Text erklärt, was man hier so macht. Ne? Das ist also die inhaltliche Erklärung. Würde ich für den, der es nachher einfach nur umsetzen soll, nicht hundertprozentig unbedingt empfehlen. Ja, für den ist vielleicht der Prozessablauf als solcher ausreichend. Wer aber die Hintergründe der Änderung verstehen will, für den ist dieser Fließtext hier das Entscheidende. Das heißt, ich habe es mir natürlich abgespeichert. Ich lese mir das nochmal komplett durch, weil ich muss es ja auch erklären können, warum wir das so machen, wie wir es machen. Und dann haben wir unsere 6 Dokumente. Ne? 4-mal GBKE, 2-mal WIM. Das, was die scheinbare Übersichtlichkeit jetzt herbeiführen soll, ist, dass wir nicht mehr ein GBKE-Dokument mit 300 Seiten haben, sondern wir haben dann 4 einzelne Dokumente und Teil 1 ist jetzt nur noch 33 Seiten lang. Wer sich nicht mit diesen einführenden Prozessbeschreibungen beschäftigen will, muss sich diese 33 Seiten also auch gar nicht anschauen. Also wer nur Lieferantenwechsel machen will, geht halt zu den Zuordnungsprozessen im entsprechenden Teil. Hier im Grundlegenden, wir sehen es ja so ein bisschen, ich zoome mal ein wenig ran, da haben wir so grobe Erklärungen, ihr kennt das in den GBKEs oder in anderen Marktregeln, da haben wir am Anfang ein bisschen Definitionen dessen, über was wir reden. Hier werden also auch die Lokationen nochmal erklärt, ne? Malo, Melo, Nelo, TR, SR, Lokationsbündel, welche Marktrollen, wie werden Fristen berechnet und so weiter und so fort. Und insbesondere, das möchte ich auch direkt jetzt nämlich an dieser Stelle einmal zeigen, das für mich Wichtigste an dem Ganzen ist die letzte Seite, Synchronmodell 8.6. Die Bilanzierung einer Marktlokation sowie die Netzwerksabrechnung erfolgen ausschließlich nach dem Synchronmodell. Das Asynchronmodell wird nicht mehr angewendet. Wir haben also mit Inkrafttreten dieser Regelungswelt streng genommen ein Synchronlaufen von Netznutzung und Bilanzierung. Das heißt,
dass wir nicht mehr die Situation haben, dass man so 6 Wochen rückwirkend den Einzug macht, deswegen die Netznutzung rückwirkend geht, aber wegen der Bilanzierungszuordnungsfrist die Bilanzierung erst zum übernächsten Monat startet. Na, wenn man so in den letzten 2 Tagen eines Monats ist, letzten 2 Kalendertagen, dann kannst du 6 Wochen rückwirkend in die Mitte des Vormonats gehen, in die Netznutzung, aber musst die Bilanzierung in den übernächsten Monat bringen. Das heißt, du hast ein Auseinanderlaufen von Netznutzung und Bilanzierung über praktisch 2,5 Monate. Ein bisschen mehr sogar noch, ne? Und das ist natürlich schon ein Problem. Und ist auch nicht unbedingt logisch für ein gut ausgeglichenes System, wo wir sowieso ja nur über die daumengepeilten Werte haben in Standard als Profilkunden. Bei RLM machen wir es ja schon immer so mit einem Synchronmodell, ne? Also Netznutzung und Bilanzierung identisch ab der Zukunft. Es läuft jetzt darauf hinaus, dass auch alle Standard-Lastprofil-Kunden auf diese Weise nur noch bilanziert werden und genetznutzt werden. Tja, wir haben noch ein Jahr Zeit, dann geht's los. Ja, das nehmen wir auch noch mal in einem separaten Video auseinander, wie das Synchronmodell dann aussieht. Fokus Teil 2 ist dann Zuordnungsprozesse und da sind wir genau bei dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, nämlich ne, der Lieferantenwechsel selbst, die Zuordnung selbst. 111 Seiten, also wer nur Lieferantenwechselthemen machen will, ist mit diesen 111 Seiten dann auch schon bedient. Wir sehen auch hier in dem Menü selbst ne, so ein bisschen vorbereitende Prozesse, da haben wir die Ermittlung der Malo-ID. Das ist der vorbereitende Prozess, der einmal vor diesen 24 Stunden läuft. Die Malo wird erkannt, wenn beide Seiten sie erkannt haben, dann werden die 24 Stunden berechnet. Da gibt es ganz klassisch die Kündigung als solche, den Lieferbeginn, nochmal unterschieden in die Neuanlage, ne, also praktisch die Inbetriebnahme, Ersatz- und Grundversorgung, werden es Lieferende, bestimmt auch, habe ich es drüber hinaus weggescrollt, bin ich jetzt ganz blind. Wir haben die 100%-Zuordnung aus der MPES, ja, genau, hier ist das Lieferende, das kommt dann dahinter. Von beiden Richtungen, ne? Sowohl der Lieferant, der sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr oder ich darf nicht mehr. Und der Netzbetreiber, der sagt, ich lege hier still oder der Versorger ist nicht mehr am Markt. Und dann noch unsere Netznutzungsabrechnung und so weiter. Ne? So ein paar Abrechnungsthemen sind hier mit drin, weil das streng genommen auch in die Zuordnung gehört, also in diese Netznutzungsmanagement-Themen, sage ich mal. Dieser Teil 2 ist im Großen und Ganzen Netznutzungsmanagement, ne? Um das mal ganz grob so zu sagen. Deswegen auch hier die Netznutzungsabrechnung, Preisblätter für diesen Zweck, und die Abrechnung von diesen ganzen Themen plus Sperrung und Entsperrung. Und das war's, 111 Seiten. Kann man machen. Teil 3, Konfiguration, Steuern, das ist also Smart Metering. Das ist das, was wir dann eben auch jetzt mit dem Universalbestellprozess in die GPKI bekommen haben, also die letzten 100 Seiten, die dazu kamen. Dementsprechend ist auch das hier 100 Seiten lang. Und da sehen wir auch, ne, wir haben unsere tollen Schaltzeiten, Zählzeiten, Leistungskurven, Definitionen, wie die übertragen werden und reklamiert werden. Wir haben die Konfigurationen für die ne, Fähigkeiten des Gateways, die da gemacht werden können und dann unsere Steuerbefehle selbst. Das wäre im Großen und Ganzen Gerät an, aus zum Beispiel als Steuerung, was da laufen soll. Auch hier nochmal die Preisblätter für diese Leistungen, die dann vom MSB durchgeführt werden und dann auch abgerechnet werden. Und das ist es dann auch schon. Das ist hier entsprechend mit drin. Und Teil 4, Stammdatenprozesse, 34 Seiten. Damit kommen wir dann auch wieder in Summe auf die knapp 300 Seiten der alten GBKE, wo wir hier also unsere Stammdatenänderungen haben und da noch die Konfigurationsdaten natürlich dazu kamen, die ja nun auch schlussendlich in der GBKE dann viele Seiten noch am Ende eingenommen hatten. Die WIM, auch relativ logisch getrennt in Basisprozesse, also auch hier wieder ähnliches, einführend, ne? Definition, über was reden wir, Messstellenbetrieb, Beginn, Ende und Kündigung im Auftrag des Kunden, ne? Das, was wir als Grundversorgung gerade hatten in der GPKE, ist auch hier, ne? Grundzuständiger Messstellenbetrieb, Gerätewechsel, Geräteübernahme, Messlokationsänderung, also die ganzen Standardthemen, Ersteinbau von unseren Smart Metern, Preisblätter, Rechnungsabwicklung, Messstellenbetrieb und Abrechnung von MSB und der Dienstleistungen. Das war's. Und dann in dem zweiten Dokument Werteübermittlung. Relativ logisch, weil das auch eine sehr, sehr mächtige eigene Prozesswelt ist. Also von der Störungsbehebung, weil wir keine Messwerte bekommen, über dann die eigentliche Übermittlung. Da ist dann auch wieder diese Tabelle mit den zu übermittelnden Werten zu sehen. Wir haben unsere Wertübertragung selbst,
Ne, Anforderungen von Werten, Reklamation von Werten, Übermittlung von Werten, auch nach Typ 2, unsere berühmten Themen, die wir dann noch haben, gerade an den ESA und dessen Abrechner. Und das war's. Also eigentlich eine relativ logische Aufteilung. Aber mal schauen, ob das jetzt wirklich einfacher ist, diese Dokumente zu unterteilen und deswegen jetzt nicht mehr 300 Seiten GBKI und 200 Seiten WIM, sondern einmal 30, einmal 100, einmal 100, einmal 30, dann nochmal 100 und dann nochmal 80. Ob das jetzt wirklich Sinn macht, also ob das jetzt die Welt verändert, ist so eine Sache. Man hätte es jetzt nicht gemacht, wenn nicht genügend entsprechendes Feedback aus der Branche gekommen wäre. Ne? Also die Bundesnetzagentur liest das jetzt nicht von ganz alleine, sondern weil das im Großen und Ganzen so anscheinend als Feedback kam. Ne? So. Man kann verstehen, warum das so gemacht wurde. Wenn wir uns damit nun beschäftigen wollen, oder wer noch nie das gemacht hat, aber sagt, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, dass ich anfange, mich damit weiter zu beschäftigen, ne? Der geht dann also einfach mal auf so einen Use Case. Also UC ist dann immer der Use Case selbst und SD ist dann das Sequenzdiagramm. Das heißt, hier haben wir eine tabellarische Erklärung und dann haben wir da so eine leichte Darstellung von dem Ganzen. Und wenn wir also zum Beispiel in den Lieferbeginn gehen wollen, haben wir also zuerst, ne, unter UC unsere tabellarische Erklärung. Worüber reden wir hier? Ne, bei Lieferbeginn relativ klar, wir wollen eine Belieferung herbeiführen und die muss halt einmal angemeldet werden. Relativ lange Tabelle. Dann noch ein bisschen Erklärung, was hier unterteilt wird. Und dann haben wir ein Sequenzdiagramm. Großartig. Und da, ne, auch relativ klar, Lieferant neu, Lieferant alt, Lieferant zukünftig und Netzbetreiber dazwischen, jeweils in ihren Schritten. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5 und so weiter und so fort. Ne? Also das ist die Struktur unserer Prozesse, unserer Prozessregelwerke wie hier GBKI. Darunter ist dann immer noch die tabellarische Erklärung der Fristen dieser Schritte. Also das, was hier als erstens bezeichnet ist, wird hier unten in der Tabelle unter erstens nochmal genauer erklärt. Das heißt, hier sehen wir die Fristen dafür und nochmal allgemeine Erklärung dahinter. Und so kann man sich prinzipiell durch diese Dokumente durchkämpfen. Das ist aber natürlich noch kein Flussdiagramm. Wer Flussdiagramme haben will, muss dann in die BDW-Anwendungshilfen namens Aktivitätsdiagramme gehen. Da haben wir dann Flussdiagramme. Da drin stehen dann auch die Entscheidungsbaumdiagramme für einzelne Entscheidungspunkte. Und die finden wir dann wiederum bei ED@Energy und in dem Dokument Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Und dann sind wir auch wieder bei in Summe 1.500 Seiten Dokumente, mit denen wir uns für die Prozessabwicklung beschäftigen können. Naja, so ist es dann eben. Also, das Video soll es erstmal nur darstellen. Der Lieferantenwechsel 24 ist beschlossen. Gestern beschlossen, zum 1.4.25 umzusetzen. Ich würde sagen, in dem separaten Video gehen wir auf jeden Fall mal auf das Thema Synchronmodell ein, was dann das Aneinanderdrücken von Netznutzung und Bilanzierung angeht. Wir gucken uns also den zukünftigen Lieferantenwechselprozess nochmal ein bisschen genauer an. Mit Aktivitätsdiagramm und Entscheidungsbaumdiagramm, wie es dann wahrscheinlich sein wird. Die sind ja jetzt noch nicht veröffentlicht in der dann gültigen Fassung. Das kommt ja dann erst kurz vorher. Aber wie wir damit logisch in der alten Version arbeiten würden und wie sich es dann ändert, das nehmen wir dann mal auseinander. Da kann ich mal ein bisschen herummalen auf so einem Whiteboard hier. Das ist vielleicht ganz klug. Und dann natürlich so ein paar Kernthemen, die sich dann noch so ändern. Das nehmen wir noch auseinander. Genau. Okay. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Sorgen oder Spaß an dieser Lieferantenwechsel 24-Geschichte habt, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Es ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Und bleibt da dran. Das muss umgesetzt werden und es muss in einem Jahr stehen, damit es in anderthalb Jahren gesetzlich als Pflicht auch wirklich läuft. Mal gucken. Diese gesetzliche Frist ist ja die späteste Frist. Es muss also vorher schon funktionieren. Okidoki, dann war es das erstmal dazu. Wie gesagt, wir werden das noch ein bisschen weiter auseinandernehmen. Ist ja gestern erst veröffentlicht worden. Ich lese mich auch noch ein bisschen weiter ein in die Begründung davon. Vielleicht kann ich auch noch mal einen Lacher
für mich abgreifen. Okay. Also wie gesagt, Fragen und Co. gerne in die Kommentare unten. Ansonsten immer Daumen nach oben, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.